Doppelwandig, semi-freistehend und ultraleicht. Das ist das Nemo Hornet Osmo und zwar für eine Person. Ich habe mir das Zelt aus eigener Tasche gekauft und heute zeige ich dir, was ich gut finde und was ich nicht so gut finde. Das Hornet Osmo wiegt mit allem drum und dran nachgewogene 1022 Gramm, was schon sehr leicht ist. Aber wenn du die Packsäcke und Abspannleinen weglässt und auch nur die 6 unbedingt notwendigen Heringe mitnimmst, kannst du das Gewicht auf 926 Gramm reduzieren. Und wenn du dann noch die 6 erstaunlich schweren Heringe durch leichtere ersetzt, kannst du das Gewicht sogar noch auf 878 Gramm reduzieren. Damit bist du dann definitiv ultraleicht unterwegs und was das Gewicht betrifft, ist das Nemo Spitzenklasse. Vor allem wenn man bedenkt, dass es sich um ein semi-freistehendes und doppelwandiges Zelt handelt. Semi-freistehend bedeutet, dass das Zelt zwar fast von alleine steht, aber es sind eben noch mindestens 2 Abspannpunkte notwendig, damit das Zelt vollkommen frei stehen kann. Das Innenzelt besteht aus 15 Denier Ripstop Nylon und einem Meshgewebe. Das Außenzelt besteht aus einer Polyester-Nylon-Mischung, die sich Osmo nennt und zu 100% aus recyceltem Material besteht. Der Boden hat eine Wassersäule von 1500 mm, das Außenzelt 1200 mm. So sieht das Ganze verpackt aus. Der Packsack hat, wie ich finde, eine gute Form und lässt sich super im Rucksack verstauen. Wirklich sehr gut gefällt mir das Gestänge. Warum? Weil es nur 30 cm lang ist. Bei vielen anderen Zelten beträgt das Gestänge 40 cm. Während sich die 40 cm eigentlich nur in den Seitentaschen verstauen lassen, hast du mit dem 30 cm Gestänge den Vorteil, dass du es auch locker im Rucksack verstauen kannst. Der Aufbau des Zelts ist extrem einfach, die Verbindungspunkte sind farblich markiert und die Ösen, Clips und Stangen greifen einwandfrei. Das Innenzelt hat vorgeformte Ecken und der Boden lässt sich mit wenigen Handgriffen gleichmäßig abspannen. Die Flybar ist zwar nicht ganz so großzügig wie zum Beispiel beim Alto von Sea to Summit, aber der kleine Querbalken sorgt trotzdem für gute Kopffreiheit im Innenzelt. Die Bodenwanne und die Seitenwände des Innenzelts sind relativ weit nach oben gezogen und schützen so gut vor Spritzwasser. Die Heringe sind mit 16 Gramm pro Stück äußerst massiv. Du kannst diese auch gegen leichtere ersetzen und nochmal 50 Gramm sparen. Das Hornet hat keine extra Belüftungsschlitze, aber das Außenzelt ist relativ hoch geschnitten und auch fertig abgespannt, bleibt viel Raum zwischen Zeltwand und Boden. Das sorgt dafür, dass die Luft gut zirkulieren kann, was ein großer Vorteil ist, weil so die Kondenswasserbildung reduziert wird. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich mich hier auf keiner geraden Fläche befinde. Und das ist so eine Art Mulde und deswegen lässt sich das hier teilweise nicht ganz perfekt abspannen. Aber das ist auch kein Problem, das geht schon. Das Zelt ist insgesamt recht windstabil. Du hast natürlich zusätzliche Abspannleinen, aber die sind nur bei starkem Wind wirklich notwendig. Was ich nicht so gut finde, ist, dass sich nur eine Tür des Vorzelts hochrollen lässt. Die andere Seite ist nicht zum Hochrollen, sondern nur als Stauraum vorgesehen. Das ist etwas schade. Aber zum Glück kann uns ja niemand daran hindern, etwas kreativ zu werden und so können wir, wenn das denn jemals erforderlich sein sollte, auch die zweite Tür einfach aufspannen. Die Reißverschlüsse funktionieren gut und auch die Befestigung der hochgerollten Türen ist wieder super, sowohl außen als auch innen. Super finde ich diese Volumenclips. Sie ziehen das Zelt auseinander und sorgen für mehr Platz im Innenraum. Das Einzige, was mich stört, ist, dass dieser Haken hier etwas fummelig zum Einhängen ist, aber... das ist eine Kleinigkeit. Das Zelt ist mit einer Länge von 2,22 Meter auch für großgewachsene Personen gut geeignet. Das Kopfende ist mit 108 cm relativ breit und bietet extra Stauraum. Das Fußende ist schmaler, ist aber immer noch gute 79 cm breit. Insgesamt bietet das Hornet mehr Platz im Innenraum als andere Zelte, die ich in dieser Kategorie getestet habe. Es ist auch genug Stauraum vorhanden. Die Höhe beträgt 96 cm, auch das ist meiner Meinung nach mehr als genug. Im Innenzelt ist viel Platz, vor allem im Eingangsbereich und im Kopfbereich. Zusätzlich zieht die kleine Flybar und die Volumenclips das Innenzelt schön auseinander. Zusätzlich hast du 2 Taschen für mehr Stauraum. Hier eine breite, die super praktisch ist und die obere ist auch praktisch und dient als zusätzliches Streulicht für deine Taschenlampe. Wenn das Wetter passt, kannst du natürlich auch nur das Innenzelt aufbauen und die Aussicht genießen.
Wenn du den passenden Footprint hast, kannst du auch nur das Außenzelt zuerst aufbauen und das Innenzelt anschließend einhängen. Es gibt das Hornet Osmo in der 1-, 2- und 3-Personen-Version. Und es gibt auch noch das Hornet Elite Osmo. Das ist nochmal um 150 Gramm leichter. Dafür ist es etwas kleiner. Es ist um einiges teurer, hat leider wieder ein längeres Gestänge und aktuell ist das Elite leider nur in einer sehr hellen Farbe erhältlich. Das Hornet Osmo ist eines der leichtesten und freistehenden Zelte auf dieser Erde. Es ist gut belüftet und doppelwandig. Dank des kurzen Gestänges ist auch das Packmaß besser als bei anderen Zelten dieser Art. Wenn man auch die rechte Abside hochrollen könnte, dann wäre das super gewesen. Aber auch so finde ich das ultraleichte Zelt absolut gelungen und eine klare Empfehlung. Wie bei allen Markenzelten kannst du einige Euros sparen, wenn du in der Nebensaison kaufst. Mehr Infos zum Thema Zelte findest du hier und hier. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.